Yes, yes. Hallöchen. Mick-Typ, MyTP, aka Mr. Goethe-Shit, aka MY, ihr kennt doch den Rest. So, also warte. Schöne Grüße aus dem Urlaub, falls man sehen kann. Kann man nicht sehen, weil da ist die Sonne, aber wir liegen hier bei 30 Grad. In der, sagt man, in der spanischen Sonne? Ja. An den Balearen, auf den Balearischen Inseln, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, ich habe ein paar Fragen bekommen, die lese ich jetzt nicht vor, aber die beantworte ich. Yes, sir, bist du ready? Auf jeden Fall. Warum nicht einfach eine Glatze? Darum. Aus Prinzip. Wer weiß, vielleicht trage ich ja gerade eine Glatze. Man weiß es ja nicht. Aber ich komme aus einer Generation, in der man Dinge nicht wegschmeißt, nur weil sie kaputt sind. Und das gilt nun mal auch für meine Frisur. Nimmst du es dir nicht übel, wie er über dich in seinen Videos redet und teilweise ins Lächerliche zieht? Auch unabhängig von Cynic nehme ich es jedem Menschen übel, der bevorzugt, über Leute zu reden, statt mit Leuten zu reden. Ich habe Cynic mehrfach angeboten, hey, bevor du ständig in deinen Videos über mich herziehst. Er hatte ja auch dieses Sag's ihm Format oder Sag's mir, ich weiß nicht genau, wie es hieß, wo er sich unter anderem auch mit Rosbach zusammengesetzt hat, mit Chrom zusammengesetzt hat, mit Leuten, wo es offensichtlich Differenzen gibt, hat er sich zusammengesetzt. Das habe ich ihm angeboten, das hat er mit mir nicht gemacht. Und dann bin ich einfach der Meinung, wenn jemand lieber über Leute redet, als miteinander redet, dann... Also an der Stelle an Cynic, der kann sich mal ordentlich dann ins Knie ficken. Mit Samuel persönlich habe ich absolut kein Problem. Wir verstehen uns eigentlich immer gut, wenn wir uns treffen. Auch mit Cynic habe ich so kein Problem. Aber was den Stand angeht, wie er darüber redet, mich nervt es halt immer ein bisschen, weil ich gucke mir seine Videos nicht mehr so oft an wie früher. Der Fußballkram hat mich super interessiert, diese Flügelzahngeschichten. Seine Auge-Videos sind für mein Empfinden oft seine Meinung. Und viele Leute, die Videos gucken, vergessen, dass seine Meinung ist und nicht die Meinung für alle. Aber ich werde dann halt auch immer kontaktiert mit, hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gesehen, was er da gesagt hat? So, ja, das nervt mich halt ein bisschen. Aber der macht da seinen Content mit und ich habe ihm, wie gesagt, angeboten, zusammen darüber zu reden und sich mal zusammen auszutauschen. Ich habe ihm auch vor Ewigkeiten mal angeboten, dass wir ein Battle machen. Wenn wir Differenzen haben, können wir das auch da auftreten. Das hat er beides abgelehnt und dann damit ist die Sache für mich durch. So. Wie ist dein aktuelles Verhältnis zu Ben Salomo und wie hast du den Übergang von RAM zu TTT miterlebt? Also aktuelles Verhältnis zu Ben Salomo, da gibt es kein Verhältnis. Wir haben absolut gar keinen Kontakt mehr miteinander. Den Übergang von RAM zu Top Tier Takeover habe ich aus erster Reihe mitbekommen, weil ich ja zu der Zeit bei Rapper Mittwoch sehr viel im Hintergrund gearbeitet habe, sehr viel zu tun hatte. Und Rapper Mittwoch und Top Tier Takeover, das vergessen die Leute ja auch oft, ja schon parallel stattgefunden hat. Also die ersten zwei oder drei Top Tier Events liefen schon, da gab es Rapper Mittwoch auch noch. Ich habe es aus erster Hand mitbekommen, ich habe aber auch dann zu dem Zeitpunkt noch ein relativ gutes Verhältnis zu Ben Salomo gehabt und habe deshalb, um nicht zwischen den Stühlen sitzen zu müssen, als Tierstar mich dann auch gefragt hat, ob ich dann bei Top Tier Takeover die gleiche Rolle übernehmen wollen würde wie bei Rapper Mittwoch und das für mich dann einfach schwierig gewesen wäre, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, habe ich dann sowohl das Top Tier Takeover Angebot abgelehnt, als dann auch bei Rapper Mittwoch ja die Pforten geschlossen wurden, auch gesagt, ich werde weder das eine noch das andere weitermachen, aber als MC bin ich immer gerne bereit, zu Besuch da zu sein. Ja. Ich fand es schade, aber ich war ja mittendrin und ich finde es immer schade, wenn Freundschaften auf geschäftlicher Ebene dann irgendwie auseinandergehen. Ich bin da jetzt natürlich auch nicht 100% in alle Details verwickelt gewesen und was da für Probleme miteinander entstanden sind, aber ich glaube, ich habe das auch in anderen Bereichen meines Lebens erlebt, dass aus Geschäftspartnern Freunde werden können, aber aus Freunden keine Geschäftspartner. Das hat sich an der Stelle einfach mal wieder bewahrheitet über einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Ich habe es aus erster Hand mitbekommen, ich fand es super schade. Ich habe versucht zu vermitteln, es hat nicht so funktioniert, es haben auch viele andere versucht. Letztlich ist es, glaube ich, aber auch so, wie es gelaufen ist, dass jeder seines eigenen Weges geht, das Beste gewesen für alle. Ja. Die nächste Frage ist ein bisschen älter, deswegen formuliere ich es um. Eigentlich wäre sie, wann steht dein FOB-Battle an? Da das ja aber schon war, frage ich einfach, steht denn noch ein FOB-Battle oder sonstiges an? Das ist jetzt schwer zu sagen, ohne das disrespectful irgendwem gegenüber ausdrücken zu wollen, aber
Ich bin ja jetzt nun in den Genuss gekommen, bei sehr vielen verschiedenen Plattformen aktiv sein zu dürfen. Und das FOB-Battle, was ich jetzt schon hatte, stand unter einem besonders schlechten Stern. Es war organisatorisch ein bisschen chaotisch, was jetzt aber auch nicht unbedingt den Verantwortlichen der FOB zuzuschreiben ist, sondern es war halt ein Co-Event. Und ich wurde eine halbe Stunde vor dem Battle mit Informationen konfrontiert, die meine Vorbereitung ein bisschen... Also wir haben ja ein FOB-Battle gefixt gehabt im Oktober. Das wurde dann verschoben auf April. Dann stellte sich raus, dass das April-Event ein Co-Event ist mit Diltily. Dann wurde uns kurz vorher gesagt, dass unser Battle dann doch eher ein Diltily-Upload wird als ein FOB-Upload. Was dann dazu führte, nur in meinem Kopf, rückwirkend betrachtet, hat es gar keinen Unterschied gemacht. Aber in meinem Kopf hat es so in meiner Vorbereitung, weil ich habe den Text ja natürlich auf dem FOB-Battle geschrieben und da auch natürlich inhaltlich den Yassin mit einbezogen und den Jens als Kameramann. Und dann hieß es vorher, ja, aber das ist jetzt doch ein Diltily-Battle. Also da, wo ich Jens vermutet und im Text eingebaut habe, war dann Hanno statt Jens. Und da, wo ich den Yassin vermutet hatte, war dann Jamie statt Yassin. Und das hat man einfach in meinem Kopf mich kurz vorher super durcheinander gebracht. Dann, auch wenn es nicht so niemand am Ende des Tages das dafür kann, jeder macht, was er kann und jeder tut sein Bestes, aber wenn ich woanders battle, dann werde ich deutlich besser bezahlt als bei der FOB und deshalb würde ich jetzt potenziell erstmal nicht ausschließen, dass ich nochmal ein FOB-Battle mache, aber Stand jetzt würde ich andere Dinge bevorzugen als die FOB. Was hattest du ursprünglich eigentlich für deine legendäre dritte Runde gegen RV geplant? Also wie sollte das eigentlich laufen, wenn alles geklappt hätte und was genau ging dann gegen RV schief? Geplant war, dass ich in dem Text gewisse Themen anspreche und darauf ausgehe, dass wenn man einzelne Buchstaben wegnimmt, also was bleibt, wenn man dem Künstler, der ihm gegenübersteht, gewisse Dinge wegnimmt. Und wenn ich alles so von dem Jutebeutel weggenommen hätte, wie ich es weggenommen hätte, dann wäre halt aus dem Mighty Pizza Rip, der dritte Pizza Rip, alles wäre ein RV Rest in Peace geworden. Und das war der Plan. Das wäre dann geblieben. Was schiefgelaufen ist, ist, dass meine Bastelkunst nicht so ausreichend war, die ich in der Nacht vor dem Battle ausgepackt habe, weil ich die ganzen Buchstaben einfach ausgeschnitten habe und auf den Beutel getackert habe. Und damit ich den sicher transportieren kann, war der in meinem Rucksack drin. Und als ich den dann, ja, während des Transports ist einfach der Buchstabe abgefallen. Keine Ahnung, das ist schief gegangen. Also war der Jutebeutel im Nachhinein eine gute Idee? Eine gute Idee sogar. Eine gute Idee. Der Jutebeutel war eine gute Idee, weil ich glaube, einen solchen Impact, auch wenn er jetzt nicht unbedingt positiv für mich war, hat sonst kaum einer geschaffen, glaube ich. Es gibt, glaube ich, nichts Cringeres in den letzten 10, 12 Battle Rap Jahren. Und es gibt, glaube ich, auch wenige Leute, die sich 10, 12 Jahre später immer noch mit denselben Sachen beschäftigen müssen als der Jutebeutel. Ja, war also keine gute Idee eigentlich. Hat Papa TR auf deine Couch gepasst? Ja, aber auch nur, weil meine Couch schon sehr groß ist. Also meine Couch ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem 2 Meter Bett. Meine Couch ist deutlich größer und deshalb hat er darauf gepasst. Okay, Hand aufs Herz. War Merlins Belebt dich wieder Line die krasseste Punch gegen dich? Oder welche Line kam aus deiner Sicht richtig eklig gut? Lustig, weil wir da auch erst kürzlich drüber gesprochen haben. Nee, das war, also es war schon, was die Thematik angeht, die ja auch Brain Damage gebracht hat oder auch, glaube ich, andere, ich weiß gerade gar nicht genau. Aber was die Thematik meines bereits verstorbenen Vaters angeht, war das von Merlin schon am besten gelöst, finde ich. Aber was mich persönlich am meisten getroffen hat, war tatsächlich auch im RV-Battle, weil er mir da Sachen an den Kopf geworfen hat, von denen ich bis heute nicht weiß, woher er die weiß. Und das können nur Leute aus meinem engsten Kreis ihm erzählt haben und deshalb hat mich das am meisten getroffen. Da hat er über meine Mutter geredet, dass der kleine Philipp niemals vom Mutterkuchen satt wird. Das hat mich persönlich am meisten getroffen. Bis jetzt. Kusi fragt, wann kommt unser Onbeat-Battle? Habe ich mit Gerard drüber gesprochen, weil wir beide darüber im Battle-Rap-Taxi gesprochen haben. Wir wollten ursprünglich mal ein BMCL-Match machen.
Da hatte Kusi aber keine Zeit, weil er da schon gegen Mighty Mo damals noch ein Battle hatte. Und dann war das so, ach ja, wir können ja auch mal battlen, wäre cool. Und dann ist das ganz lange liegen geblieben. Und dann hatte man das im Battle Rap Taxi nochmal aufgegriffen. Und ich habe gesagt, ja, er soll jederzeit rankommen, weil auf dem Onbeat hatte ich Bock. Und er hat das auch gesagt. Und wir haben uns auch letztens in Köln getroffen. Aber wir haben vor einer Veranstaltung gesprochen und meinten, lass danach nochmal quatschen. Dazu ist es aber nie gekommen. Also wenn die Zeit da ist und das, der Rahmen passt, Event, also Location und Event und Zeitort und Zeitpunkt, dann jederzeit. Dann kann jederzeit ein Mighty P versus Kusi Onbeat stattfinden. Ja. Deine Top 3 Lieblings-Battle-Rapper? All time, aktuell, Onbeat, A Cappella, Freestyle ist jetzt auch eine steht da leider nicht. Frage, steht gar nicht da. Ich würde einfach mal sagen All time. All time Lieblings-Battle-Rapper sind Bong Taggy. Oh, All time ist schwierig, weil ich schon so lange dabei bin. Ich war früher auch immer ein riesengroßer Fan davon, wenn Tierstar und Pisek in der Battlemania mitgemacht haben, weil ich mir dachte, das wird lustig. Aber sehe ich jetzt beide nicht in meiner All time besten Battle-Rapper. Aber wenn es All time ist, dann ist es glaube ich Bong Taggy, Pat Stay, weil es einer von zwei oder drei nicht deutschsprachigen Battle-Rapper, die ich ganz lange verfolgt habe. Und ich habe keine drei. Gibt nur zwei. Dann lassen wir es dabei. Wie gut sind die Sticker von Deine Stadt klebt auf einer Skala von 1 bis 10? Keine Ahnung. Das kann ich wirklich nicht beantworten, weil ich tatsächlich noch keinen dieser Gutscheine eingelöst habe. Ich bin einfach nie dazu gekommen. Ich hatte nie passendes Motiv. Mittlerweile habe ich immer noch, glaube ich, 8 Gutscheine bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Da steht Gott sei Dank kein Verfallsdatum drauf. Also ich habe immer noch Platz für 16.000 Sticker. Ich habe aber mal welche bekommen von Schichte von Deine Stadt klebt. Die hat er mir dann promotechnisch mal gemacht. Mit einem Logo, was die auch auf die Schnelle gemacht haben. Und die kleben immer noch. Und das war so 2014, 15 rum. Also ich würde schon sagen, dass die relativ gut sind. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das die gleichen geworden wären, wie wenn ich den Gutschein verwendet hätte. Aber ich denke schon, dass die gut sind, weil die machen eigentlich immer gute Sachen. Und ich habe auch viele andere Sachen schon mit denen zusammen gemacht. Und es ist immer gut. Und wenn ich irgendwann dazu komme, mal einen dieser Gutscheine einzulösen, dann werde ich das nochmal bekannt geben, wie gut die wirklich sind. Ja. Moin, schön, dass du das Ganze hier machst. Was hältst du eigentlich von Tabus? Wie sollte die Folge eines Bruches sein und wie stehst du zu scheinbaren Tabubrüchen? Also Tabus, Top 3 Gesellschaftsspiel auf jeden Fall. Neben Risiko und Spiel des Lebens. Also ich finde, Tabus sollten respektiert werden. Ich finde, es gibt aber auch Ausnahmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler ganz, ganz doll heftig durch eine negative Sache aufgefallen ist, dann wäre es von dem Künstler selbst irgendwie ein bisschen arschig, das als Tabu zu nehmen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt völlig, jetzt no front an der Stelle, aber wenn jetzt Snakehead Rhyme bekanntlich sich im Spektakulum so weggeschossen hat, dass jeder es mitbekommen hat und er dann sagt, das, was alle wissen, was sowieso alle wissen, als Tabu im Battle zu benutzen, dann finde ich es ein bisschen, dann finde ich, nimmt man absichtlich einen guten, potenziell guten Engel weg. Aber sonst finde ich, wenn ich jetzt, ich habe ja auch hin und wieder mal ein Battle und da habe ich auch gewisse Tabus im Sinne von, dass gewisse Personen einfach da rausgehalten werden sollen, weil die mit der ganzen Musik- und Battle-Rap-Welt nichts zu tun haben, dann ist das für mich legitim. Ich finde es schwierig, wenn man vorher selber 5 Jahre lang dieses Tabu gebrochen hat und dann, wenn man selbst betroffen ist, es zum Tabu macht, dann ist es so ein bisschen, kann ich zwar verstehen, weil man natürlich vorher nicht betroffen war und dann doch betroffen ist, wenn man zum Beispiel Kinder kriegt in der Zeit oder so, dann finde ich das legitim und ich finde es auch legitim, jetzt mache ich ein ganz großes Fass wieder auf, ich hoffe, ich muss keinen Live-Talk mit Nestik jetzt machen, aber wenn ich jemandem deutlich mache, dass ich Tabus habe und Gefahr laufe, dass der sie bricht, dann darf er nicht davon ausgehen, dass man ihm nichts bricht. Also, naja, das ist ja die Situation, wenn ich jetzt sage in einem Battle, ich habe ein Tabu und der bricht es in einem Tabu, weil man sich denkt, was will er denn machen, so, dann gibt es halt auch Leute, die verbal gesagt haben, das ist ein Tabu und wenn die verbale Verwarnung nicht reicht, dann gibt es halt Leute, die aus der verbalen Verteidigung eine nonverbale machen und dann ist das halt auch legitim. Also wenn mir jetzt jemand ein Tabu vorschreibt und ich denke,
ich kann es einfach brechen, weil was will derjenige machen? Dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn er mir eine scheuert. Oder mittendrin einfach sagt, stopp, hier ist das Battle für mich vorbei. Das ist natürlich auch eine Option. Man muss natürlich nicht direkt zur Gewalt greifen, aber ich habe den eigentlichen Faden der Frage verloren. Aber ich habe Tabus, ich finde es in Ordnung, Tabus zu haben, und ich finde, wenn jemand bewusst Tabus bricht, dann muss ihm bewusst sein, dass das Konsequenzen haben kann, die mit Battle Rap nichts mehr zu tun haben. So. Facts. Das ist ein bisschen Cap, die Frage. Was hältst du davon, wenn gefixte Matches von anderen Plattformen übernommen werden, wie zum Beispiel Tobi gegen Jarambo von Doodles oder Deltali? Als Battle Rapper findest du es in Ordnung zu switchen oder woanders, wenn woanders mehr Kohle machbar ist? Also ich weiß jetzt nicht genau, was bei Jarambo und Tobi High stattgefunden hat. Ich finde es natürlich super gut, dass dieses Match stattgefunden hat, weil es war ein geiles Match. Über die Hintergründe bin ich jetzt nicht informiert, wo das vorher hätte stattfinden sollen oder ob es irgendwo vorher stattgefunden hätte haben können. Es kann natürlich immer mal wieder passieren, dass man sich mit einem Battle Rapper einig ist, zu sagen, ey komm, lass uns ein Match machen, und dann, also jetzt mal angenommen, Rapper A und Rapper B unterhalten sich Backstage darüber, dass sie gerne ein Match machen würden, und im Februar würde das bei der FOB passen, dem einen Rapper passt es aber nicht, es würde dann aber im April bei der anderen Plattform passen, dann spricht absolut nichts dagegen, aber ob da jetzt vorher schon was gefixt ist und man dann sagt, ey du pass auf, also klar, es ist vielleicht ein bisschen arschig der Plattform gegenüber, wenn man sagt, jo, wenn wir dort battlen, kriegen wir beide ein bisschen mehr Kohle und ein bisschen mehr Reichweite. Dann ist es für mich nachvollziehbar, weil warum soll man sich unter Wert verkaufen, wenn man mehr verdienen kann mit der Kunst, die man macht. Aber um da jetzt auf genau dieses Beispiel eingehen zu können, bei Jarambo und Tobi, bin ich einfach über die Hintergründe nicht informiert und kann dazu nicht viel sagen. Am besten ist es einfach, dass jeder Künstler selber weiß, bei welcher Plattform er battelt, wo er sich am wohlsten fühlt. Wenn er dann vorher woanders was gefixt hat, dann muss er es halt entweder machen oder halt absagen, wenn er Gründe dafür hat. Ja. Härtester Gegner deiner gesamten Zeit. Ich kann mich bis heute noch gut an Mighty P gegen Andy erinnern. Legendäre Runden vom Karatemann. Ja, Freestyle-technisch war Karate Andy zu der Zeit, glaube ich, nicht nur für mich der schwerste Gegner, sondern ich glaube, der hätte in dem Hype, in dem er drin gesteckt hat zu der Zeit, alles und jeden weggemacht. So, deshalb finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, gegen den verloren zu haben. Ich habe natürlich absolut keine gute Figur gemacht. Ich hätte gar nichts sagen können, was an dem Tag für einen Sieg gegen Karate Andy gereicht hätte, glaube ich. Ich denke natürlich, dass viele andere auch gegen ihn gescheitert wären. Vielleicht hätten sie dabei nicht, habe ich vorhin schon gesagt, ich habe eine unfassbar schlechte Figur gemacht. Obwohl ich bis heute auch immer wieder spaßeshalber der Meinung bin, dass ich das Battle eigentlich hätte gewinnen müssen, weil damals bei Rapper Mittwoch hat er immer gesagt, es gibt nur eine Regel, nicht battlen. Also du musst battlen. Das ist die einzige Regel, die es gibt, und ich finde, das hat er nicht gemacht. Weil er hat da seinen Breakdance-Battle getanzt und hat ein bisschen das, was er im Battle gemacht hat, hätte er in der Cypher machen können, dann wäre er Crowdrocker geworden und alle hätten es gefeiert. Aber prinzipiell hat er mich nicht gebattelt, zumindest teilweise, und deshalb habe ich eigentlich gewonnen. Also denke ich heute rückwirkend über das Battle Schiebung. Ganz klar, Schiebung. Eigentlich habe ich gewonnen. Für mich war es vorher auch immer sehr hart, wenn Atzenkalle mein Gegner war, weil da war es genau das gleiche Problem. Er war halt super, super gehypt und super Publikumsliebling. Unter anderem, ja, wir genießen die Sonne und beantworten ein paar Fanfragen und so. Community-Fragen, sind ja keine Fans, sind ja nur Mitstreiter. Mein härtester Gegner allerdings tatsächlich fand ich war Nidal Nip, weil ich von ihm vor dem Battle schon super große Stücke gehalten habe. Es war natürlich kein Freestyle-Battle, aber ich habe das Battle auch nur angenommen, weil als mir Nidal Nip als Gegner vorgeschlagen wurde, habe ich meine Freunde gefragt, so hey Nidal Nip, BMCL-Match, und alle waren sich einig, dass der mich wegmacht, weil der unfassbar gut ist. Und deshalb war das mein schwerster Gegner, auf jeden Fall. Und ich habe gewonnen. Es ist kein Geheimnis, dass du im Battle Rap nicht als besonders starker, krasser Gegner wahrgenommen wirst. Wie schaffst du es, damit umzugehen und weiterhin so motiviert weiterzumachen? Gefällt dir die Rolle des Underdogs? Dieses Verhalten inspiriert jedenfalls sehr. Also, dass ich nicht der krasseste bin, war ein Geheimnis, weil das wusste ich nicht. Ich halte mich schon für einen sehr guten, also es kommt natürlich darauf an. Ich glaube, im Freestyle weiß jeder, dass ich immer gewinnen kann. Ich kann aber auch jedes Battle verlieren. Ja, dass ich nicht der Beste bin, hängt aber, glaube ich, einfach auch damit zusammen, dass ich nicht im Ansatz so viel da reinstecke wie andere. Weil ich ja jetzt auch alleine
8 Jahre lang keine Written Battles gemacht habe. Ich hätte ja welche machen können. Ich hatte nur keine Lust, es zu machen. Dass ich nach 8 Jahren zurückgekommen bin und dann gegen jemanden antrete, der kurz zuvor sein vermeintlich stärkstes Battle bis dato gemacht hat, dann ist dann natürlich eine andere Rolle. Aber man kann ja auch rein theoretisch 6 Battles im Jahr machen, über 10 Jahre hinweg und trotzdem der Underdog sein, wenn der andere einfach gerade höher gehandelt wird. Also ich finde, die Underdog-Rolle ist schwierig. Ich glaube, eine Underdog-Rolle gibt es nicht zwingend bei mir, weil wenn ich mich in den Kreis stelle, dann habe ich genau die gleichen Bedingungen und genau die gleichen Möglichkeiten wie mein Gegner. Wenn er jetzt nicht unbedingt gerade den Peak seines Lebens hat und man davon ausgeht, dass er genau an diesem Peak ansetzt, dann ist es trotzdem keine Underdog-Rolle, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle in der Rolle. Mir ist eigentlich scheißegal, ob ich der Underdog bin, ob ich Favorit bin, ob ich nicht als krasser MC gelte oder nicht. Es ist ja trotzdem unabhängig davon, ob ich jetzt der Krasseste bin oder nicht. Wenn ich ein 3x3 Minuten Battle im Fessler Kreuzberg mache oder sonst wo, dann ist ja trotzdem für jeden auf irgendeiner Form Unterhaltung da. Und das ist, glaube ich, dann das, worauf es eher ankommt, als dann zu sagen, ob Underdog oder Favorit oder sonstiges. Und im Battle Rap kann, haben wir auch schon oft gesehen, jeder jeden schlagen. Battle Rap ist auch immer tagesformabhängig. Dann kann ja auch derjenige, der absoluter Favorit ist, absolut reinscheißen und verliert dann gegen den vermeintlichen Underdog. Deswegen, also ich fühle mich in meiner Rolle wohl. Ich mache Battle Rap, weil es mir Spaß macht. Ich bin lange, lange schon dabei. Ich bin auch in meiner nicht aktiven Zeit lange immer bei Events gewesen und bin trotzdem Fan. Und das ist, glaube ich, wie wenn man Fußballprofi ist oder so, dann spielt man auch nach Karriereende noch mit seinen Jungs auf dem Platz. Und nur weil man jetzt nicht jedes Jahr deutscher Meister wird, hört man ja nicht auf, Fußball zu spielen. Ne? Wie motiviert man sich, wenn man im Battle Rap bereits alles erreicht hat? Zeit und Geld. Ganz, ich schwöre, ganz, es ist so. Also alles erreicht ist, ich habe nie einen Titel gewonnen im Battle Rap so, also außer Rapper Mittwoch Titel oder bei S-Tron Rap oder so, Freestyle Champion zu werden oder auch bei der FOB mal ein Freestyle Turnier zu gewinnen. Aber letztlich ist mir persönlich einfach bewusst, dass die Spitze vom Battle Rap ganz, 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 ganz klein ist. Also wenn man jetzt so diesen Musikkosmos hat, dann hat man da drin diesen Rap-Kosmos und in diesem Rap-Kosmos so einen ganz kleinen Battle-Rap-Kosmos. Und ich glaube, wenn man da, also ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich glaube einfach, deutscher Battle-Rap ist einfach noch nicht so weit wie international, dass man sagen kann, dass man da alles erreicht haben kann, wenn man nicht gerade Diltily Champion ist oder so. Da geht ja eigentlich nichts drüber gerade. Aber alles zu erreichen ist ja mein persönliches Ziel. Ich wollte immer ein Freestyle-Turnier gewinnen, weil ich es lange nicht geschafft habe. Als ich es geschafft habe, habe ich ja quasi schon alles erreicht, was ich persönlich erreichen wollte. Das ist dann natürlich die Frage, wo legt man das fest? Wann hat man alles erreicht? Wenn man einfach nur einmal als Riesenfan, gibt es ja auch Leute, die sagen, ey, ich bin so ein Battle-Fan, ich will einmal ein Battle machen. Die haben ja dann auch mit ihrem einen Battle alles erreicht, was sie erreichen wollten. Ich habe dann meine Freestyle-Turniere gewonnen. Dann hieß es, jetzt kommt der Next Step, jetzt kommt A Cappella, die Champions League, da habe ich auch Matches gehabt und gewonnen. Und dann habe ich habe ja quasi schon mehr erreicht, als ich ursprünglich mal erreichen wollte mit Battle Rap. Also habe ich für mich schon mehr erreicht. Ich habe super viele Freunde über die Jahre gefunden in der Battle Rap Szene oder Freunde, die mich auch. Ich habe Freunde, die habe ich kennengelernt, weil sie Fans waren und sind seit 10 Jahren treu an meiner Seite bei allen Dingen. Deshalb habe ich schon unfassbar viel erreicht. Was mich jetzt also motiviert, Battles zu machen, ist, wenn der Zeitort stimmt, wenn der Gegner passt und die Gage stimmt. Ganz einfach. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Wenn mir jemand sagt, ich kriege einen fünfstelligen oder einen sechsstelligen Betrag dafür, dass ich irgendwen beleidige, dann ist das Motivation genug. Wie ist dein heutiges Verhältnis zu Battle Rap? Genauso wie früher. Nur, dass mittlerweile, anders als früher, viele Events angenehmer sind, weil man diesen Klassentreffen-Vibe hat, weil man Leute trifft, die man wahrscheinlich sonst nicht trifft, weil sie an anderen Städten wohnen oder an anderen Ende der Welt oder in anderen Ländern oder sonst was. Aber mein Verhältnis zu Battle Rap ist eigentlich das gleiche. Meine Position ist immer noch Fan und Protagonist und Konsument. Mittlerweile aber bin ich, wie sagt man, ich will nicht sagen verwöhnt, was Battle Rap angeht, aber wenn man so lange dabei ist und so viel Battles gesehen hat, dann gibt es wenig, was einen noch überrascht. Ich habe alles schon gesehen, gefühlt und alles schon gehört. Deshalb bin ich distanziert da nicht, aber
ich bin nicht, es ist nicht mehr möglich, mich mit Battle-Raps so zu überraschen, wie man es mal konnte. Ja. Hast du Ambitionen auf den Diltily-Titel? Natürlich. Wenn die Zeit von Tobi, Kara und Shizu und so irgendwann vorbei ist, dann komme ich nach 10 Jahren wieder und hole mir den Titel. Nein, ich habe schon mal gesagt, im Battle gegen Karma, ich habe gesagt, es gibt, ich habe es auch vorhin schon mal gesagt bei einer anderen Frage, ich habe einfach gar nicht die Motivation, so viel da reinzustecken, wie anderes tun. Ich habe zwar gesagt, dass wenn ich will, könnte ich bestimmt. Also ich müsste dann natürlich ordentlich an Disziplin zulegen und wirklich ganz, ganz viel da reinstecken. Ich habe aber auch gegen Karma gesagt, wenn ihr mir schon den Gürtel umlegen wollt, dann legt da drunter einen scheiß Beat. Time out, Mighty B. So Sachen wie Onbeat wäre was für mich. Da könnte ich mir auch vorstellen, die entsprechende Motivation und Disziplin an den Tag zu legen. Aber fürs Written Battle A Cappella Game weiß ich einfach um viel zu viele Namen, die deutlich besser sind, deutlich engagierter sind und deutlich mehr Bock auf diesen Titel hätten, als ich ihn habe. Weil ich brauche den nicht. Nenne 12 renommierte Kriegsherren. Boah, okay. Tobi, hi. Let's fucking go. Paranova. Let's fucking Mighty go. Mighty P. Mm-hmm. Shizu. Aha. Morgana. Who else? Bilal. Aha. Max Stone. Let's fucking go. Ich habe jetzt meine Finger so komisch bewegt, dass ich nicht weiß, ob ich bei 7 oder 8 bin. Das sind auf jeden Fall renommierte Kriegsherren, weil die haben alle, die sind alle, Battle ist ja Schlacht und Schlacht gehört ja zum Krieg dazu und sind alle renommiert und haben alle schon siegreiche Schlachten davon getragen. Chrom gehört zähle ich dazu, Tierstar. Let's go. Bong Taggy. Let's fucking go. Bei Cynic bin ich mir nicht sicher, ob er ABC-Waffen benutzen würde, deshalb lasse ich den raus. P-Zack und Roni 87. Falls das noch nicht 12 waren, nehme ich noch Fievel und den anderen Fievel. Let's go. Mir fällt gerade for real der Name nicht ein. Wie heißt denn der andere? Young Kennedy. Young Kennedy, ja. Und Lios. Das sind mindestens 12 renommierte Kriegsherren. Punkt. Lamin auch, sorry. Habe ich den wichtigsten vergessen. Was ist deine Lieblingsline von dir selber? No, von mir selber. Es gab einmal ein Freestyle-Event. Da war ich selbst sehr überrascht davon, weil Kapital wurde, dem guten Kapital wurde in der ersten Runde die Mütze vom Kopf geschlagen. Und zwischen dem ersten Battle von Kapital und meinem Battle dann hat der gute Ben Salomo so eine Ansage ins Publikum gesprochen, dass man sich jetzt mal wieder beruhigen soll, dass das nicht geht mit der Mütze vom Kopf schlagen. Und früher war es noch viel schlimmer, weil früher sind auch Stühle geflogen. Und ich habe dann in meinem Battle gesagt, dass mein Gegner, gib dir keine Mühe, wenn Johnny sich umdreht, dann fliegen wieder Stühle. Das war in einem Freestyle-Battle gegen SQ. Das war so meine beste Freestyle-Line auf jeden Fall, finde ich. Die fand ich sehr gut, weil die halt wirklich... Das ist halt schade, dass man diesen Dialog von Johnny im Video nicht sieht. Das halt, aber die Reaktion der Crowd in dem Battle ist auch, spricht auch eigentlich für sich, weil der Laden hat getobt damals. Im Binu, glaube ich, sogar noch, ja. Meine beste Written A Cappella-Line. Ich habe immer wieder mal nach Battles andere Leute gefragt, was sie gut fanden. Jamie persönlich fand gegen Brian Damage meine Line gegen Simon gut, dass ich sagte... Wenn du meinst, weil du jedes dieser Videos suchtest, bist du automatisch schon der Sieger. Ich guck jeden Samstag Sportschau. Spiele ich deshalb in der Bundesliga. Ich fand gegen Karma, mein Karate-Ding war sehr lustig. Migi! Higori! Ja! Shimiko! Warte! Kannst du kein Karate? ich glaube, jedes Battle hat gute Lines. Auch die Freestyle-Battles haben immer so ein, zwei Lines, wo man sagt, das war eine sehr gute Konterline oder das hat sehr gut gepasst. Aber absolute Lieblingsline von mir selbst würde ich, glaube ich, aus dem Battle-Rap-Kontext rausgehen müssen, müsste ich auf meine Musik zu sprechen kommen. Und ich glaube, die interessiert hier die wenigsten. Aber ich habe zum Beispiel eine Zeile auf meinem Album, da heißt es, mich fuckt's ab, dass meine Tochter aufwächst ohne Mama und Papa, aber Mama und Papa kennen das so von Mama und Papa. Die ist jetzt wahrscheinlich technisch nicht so gut, weil Mama und Papa, aber das ist eine Line, die hat mich, die da, ja, das finde ich eine meiner besseren Lines. Besten, so. Sollte es mal ein Battle zwischen dir und Mighty geben? Ja, sollte es. Aber auch nur, weil ich eine große Fresse hatte und betrunken war und den guten Mighty im Backstage von Rapper Mittwoch angepöbelt habe, weil ich in meinem Höhenflug nach meinem ersten BMCL-Match gegen Amar dachte, ich bin jetzt der Größte und Beste aller Zeiten
und konnte es gar nicht abhaben, dass, da kommen wir wieder auf Kusi zurück, ich wollte Kusi battlen, dann hieß es, Kusi battelt schon gegen Mighty und ich war dann so, hä, ich bin Mighty, weil mir der andere Mighty zu dem Zeitpunkt kein Begriff war. Hatte ich so ein kleines gekränktes Ego, weil ich dachte, Mighty P ist der Shit. So. Und da kann es keinen anderen Mighty geben. Und als er dann im Binu aufgetaucht ist, um eine Provokation zu drehen, ich glaube für sein BMCL-Match gegen Pacino, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich ihn voll angepöbelt im Vollsuff. Und habe ihn herausgefordert zu einem Battle auf eine sehr unsachte Art und Weise mit dem dummen Einsatz, dass der Verlierer sich dann einfach nicht mehr Mighty nennen darf. Rückwirkend betrachtet könnte man jetzt meinen, ich habe gewonnen, weil ich heiße immer noch Mighty und er nicht. Aber nein, ich hab mich auch mal bei ihm entschuldigt dafür, dass ich da ein bisschen forsch war. Ich habe auch entsprechend nachts am Bahnhof irgendwann mal von ihm meine Retourkutsche für diese freche Ansage bekommen. Wir haben uns irgendwann die Hand gereicht und ja, jetzt sind wir alle erwachsen. Und wenn wir uns heute auf Events sehen, dann sagen wir nett Hallo und damit hat sich die Sache. Checkst du, was ich meine? Wann kommt das Tape mit am Arsch? Also ja, ich check, was du meinst, weil das ist ja eins meiner Catchphrases. Tatsächlich, als Amar damals noch vor unserem BMCL-Match bei der Warum Raps Tour gegen Tierster gebettet hat, haben wir so ein bisschen Kontakt aufgenommen und hatten auch ein bisschen mehr Kontakt und haben auch natürlich abseits vom Battle Rap das ein oder andere besprochen. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, gab es den Plan von Amar, ein Label zu gründen und auf dem hätte ich einen Platz finden können. Ob da ein gemeinsames Tape geplant war, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Aber um die Frage jetzt zu beantworten, würde ich dann mal sagen, dadurch, dass Amar und ich absolut gar keinen Kontakt mehr miteinander haben, sehr unwahrscheinlich, dass da ein Tape kommt. Sehr unwahrscheinlich. Aber ich check, was du meinst. Hast du in Chrome deinen Meister gefunden? Ja, wenn man es jetzt auf die Freestyle-Battles beziehen möchte, dann bestimmt, weil wir hatten jetzt 9 Aufeinandertreffen. Ich glaube, es waren 9. 9-mal sind wir aufeinander getroffen, 9-mal hat er gewonnen. Kann man schon so sagen, ja. Weil er ist ja, ich habe ja alle anderen Gegner, die ich öfter mal als meine Gegner auf der Bühne oder im Kreis zählen durfte, sei es Muro, Notis oder so, viele von den Dauerbrennern sowohl geschlagen als wurde ich geschlagen, nur Chrom halt nicht. Chrom hat mich immer besiegt, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe zwar in Chrom, ich würde eher sagen, ich habe in ihm einen Freund gefunden, weil Chrom und ich seit ungefähr 2016 immer wieder aufeinander getroffen sind und dementsprechend auch immer wieder bei diesen Battle-Veranstaltungen vor den Interviews gemeinsam warten mussten und viele Gespräche über die Zeit begleitet haben. Mittlerweile haben die Gespräche überwiegend mit dem Privatleben zu tun, nicht mehr mit Musik. Wir sind immer in sehr guten Kontakt, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Tauschen uns aus über Fußball und Battle-technisch habe ich auf jeden Fall Freestyle-Battle-technisch. Vielleicht sollten wir mal ein Written-Battle machen. Vielleicht sollten Chrom und ich das Ganze mal zu Ende bringen in einem Written-Battle. Aber ja, Freestyle-Battle-technisch habe ich in ihm einen Meister gefunden. Was auch gar nicht so schlimm ist, weil wir ja trotzdem immer gute Battles geliefert haben. Wir haben ja unter anderem auch dieses eine Battle bei Top 10 Takeover gemacht, was dann letztlich fast 10 Minuten gedauert hat, was dann auch später ausgezeichnet wurde mit dem besten Battle des Jahres und so. Ich denke, dann ist es auch nicht so schlimm zu verlieren, weil gewonnen haben ja die Fans. Aber nein, battle-technisch habe ich in Chrom meinen Meister gefunden, aber in Simon auf jeden Fall einen guten Freund. Ist eine Haartransplantation vorstellbar? Absolut nicht. Da gehe ich auch gar nicht weiter drauf ein, habe ich schon von was zu gesagt. Brauche ich nicht. Tour und Tour mit welchem Partner und gegen wen? Also ich habe schon so ein Tour und Tour gemacht mittlerweile mit Lamin zusammen bei der Future of Battle Rap / bei Diltily gegen Nastic und FF Felix oder Felix, wie andere wissen. Ja, also für mich stand immer im Raum, wenn Tour und Tour, dann mit Lamin, weil Lamin und ich sind Best Buddies seit Ewigkeiten und wir waren auch beim selben Label gesigned. Wir sind beste Freunde im echten Leben, deshalb stand es für mich nie zur Debatte, irgendwen anderes als Teampartner zu nehmen, zumindest fürs erste Mal nicht. Das haben wir jetzt gemacht im April. Wir wissen auf jeden Fall, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen, was wir besser machen können und sind auch dabei, jetzt nochmal eins zu machen oder gerade zu planen. Hast du schon mal in oder nach einem Battle geweint? Ich habe schon bei Hiding John gegen M. Zigeuner habe ich vor Lachen geweint, weil ich fand die Also no front an jeden, der sich jetzt angegriffen fühlen könnte davon.
Ich fand die Bibelzeilen von Heiding so witzig, dass ich teilweise Tränen in den Augen hatte vor Lachen. Ich habe, nachdem ich es 3 Jahre lang verzweifelt versucht habe und dann meinen ersten Rapper-Mittwoch-Titel gewonnen habe, habe ich geweint vor Freude, weil ich es endlich geschafft habe. Wann und wo habe ich denn noch geweint? Manchmal weine ich um die Mütter der Gegner, wenn andere battlen. Aber das zählt ja nicht, glaube ich. Ja. Ach, wie findest du die Entwicklung von deutschem Battle Rap in den letzten Jahren? Das ist jetzt die Frage, wie das gemeint ist. Ob ich es jetzt gut finde oder schlecht finde, dass es so woke geworden ist, ist mir eigentlich egal, weil es unterhält mich ja trotzdem. Ob ich es gut finde, dass es so viele Plattformen gibt, ob so viele Uploads kommen, ob so viele Battles stattfinden, na klar. Qualität, Quantität. Ich finde, eigentlich hat sich Battle Rap sehr positiv verwendet. Es ist größer geworden, die Community ist größer geworden. Was ich aber schade finde, ist, dass die Reichweite und die öffentliche Wahrnehmung gefühlt kleiner geworden ist. Weil früher, so gerade so zur Hochzeit von Rapper Mittwoch, war Battle Rap schon wieder so groß genug, dass selbst Größen wie Savage und Motrip und so das regelmäßig konsumiert und auch teilweise gepostet und supportet haben. Das findet jetzt irgendwie nicht mehr so statt. Es ist eine sehr große Subkultur geworden, aber es ist eben halt auch in der äußerlichen Wahrnehmung nicht mehr so groß, wie es mal war. Oder nicht auch exponentiell steigend zu dem, was es ist, weil es wird natürlich technisch anspruchsvoller. Freestyle-Battle ist jetzt mal vorweggelassen, das ist stumpf immer noch Trumpf, aber komplexere Texte, komplexere Performances, teilweise Runden über 10, 12 Minuten, Serien-Soap-Charakter, das ist alles früher nicht gewesen, das ist jetzt da, das ist natürlich geil, aber dafür, dass der Battle-Rap an sich so gewachsen ist, ist halt die öffentliche Wahrnehmung nicht mitgewachsen, das ist schade. Aber sonst bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Welche Personen haben dich inspiriert und was ist deine Lieblingspunchline? Also welche Menschen mich inspirieren, wenn ich das jetzt auf Battle Rap beziehe, der ausschlaggebende Grund oder der letzte Funke Inspiration, warum ich dann letztlich bei Rapper Mittwoch tatsächlich auch mal gebattelt habe, war Gott hab ihn selig, Ruhe und Frieden Presto. Der ist auf jeden Fall dafür verantwortlich gewesen, weil als ich das erste Mal bei Rapper Mittwoch war und einen Text in der Cypher gerappt habe, habe ich danach lange, lange mit Presto gesprochen. Und ihm auch gesagt, dass ich bestimmt dann irgendwann mal ein Battle machen werde. Und er war dann derjenige, als in der Battlemania nur 7 Teilnehmer waren, der Johnny dazu angestiftet hat, mich mit auf die Karte zu setzen. Obwohl ich es erst abgelehnt habe. Ironischerweise musste ich dann auch gegen Presto am selben Abend im Finale mir dann auch nochmal deutlich machen lassen, dass ich davon nicht so Plan habe. Aber der hat mich auf jeden Fall inspiriert in dem Fall, weil dieses Gespräch bei meinem ersten Rapper-Mittwochabend, da hat er mir sehr viele Tipps gegeben. Pisek hat sehr dazu beigetragen, dass ich dran geblieben bin. Johnny und Tierstar natürlich auch. Aber bei mir war es nicht so, dass ich irgendwie Battle-Rapper geschaut habe und gesagt habe, boah, was die machen, ist geil, ich will auch Battles machen. Das war bei mir nie der Fall. Ich war, wie gesagt, ich habe schon vorher gerappt. Kollegen von mir, Stefan, hat gesagt, geh doch mal zum Rapper-Mittwoch. Da hatte ich keine Ahnung von Freestyle, von Battle Rap und so und bin trotzdem hingegangen und war dann halt da. Es gibt im privaten Leben viele Menschen, die mich inspirieren. Also auch nicht so viele. Also es gibt so eine Handvoll Menschen, wo ich mir denke, wenn ich sehe, wie die etwas machen, dann denke ich mir, ich wäre auf jeden Fall ein besserer Mensch, wenn ich mir davon eine Scheibe abschneide. Aber das sind auch Menschen, die, speziell Lamin zum Beispiel ist so ein Mensch, mein bester Freund, wenn ich ihn so im Alltag beobachte, wie er gewisse Dinge handelt, dann denke ich mir manchmal, es könnte mir nicht schaden, ein bisschen mehr mir ihn als Vorbild zu nehmen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die, denen ich darüber gesprochen habe, die in diesem Battle-Rap-Kosmos nicht stattfinden möchten, aus meinem privaten Umfeld. Und deshalb werde ich jetzt auch natürlich nicht in diesem Umfeld darüber sprechen. Aber es gibt Menschen, die habe ich als Vorbild, aber im Battle-Rap gibt es niemanden. Was wäre dein Traummatch, A Cappella und Freestyle, mit oder ohne deiner Beteiligung? Ich glaube, lange hätte ich gesagt, hier ist er gegen Jamie, aber auch einfach, weil das nicht nur wegen dieser ganzen plattformübergreifenden Geschichte, dass der eine für die Plattform steht und der andere für die, sondern weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach mit dem Knowledge
vom englischsprachigen Battle Rap die beiden, glaube ich, ein Jahrhundert-Match auf die Beine hätten stellen können. Mit dem Feuer, das es da noch gab, das sehe ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt aktuell würde ich, glaube ich, richtig feiern, sowas wie, da sind wir wieder bei den All-Time und aktuellen Lieblingsrappern. Toby High gegen Craze wäre so ein geiles Match. Oder auch heute mit dem Stand so ein Mighty Mo und Nidal Nip gegen Toby und Max Stone. Oder da gibt es viele Matches, wo man sich sagt, aufgrund der Diskografie oder Battlegrafie, die es in den letzten Jahren gab, wäre das ein richtig geiles Match. Ich glaube, es gibt so Industry-Rapper und so, ziehe ich da gar nicht mit rein. Ich hätte gerne Cynic gegen Lars gesehen. Das stand ja auch irgendwann mal im Raum. Ich glaube, Cynic hat Lars gefordert. Dann gibt es ja auch immer wieder diese Debatten mit PA Sport soll battlen und Animus soll mal battlen. Dann gibt es aber wiederum Leute wie Jesus, die zeigen, dass Industry-Rapper oder Leute, die 20 Jahre lang kein Battle-Rap gemacht haben, auch gar nicht mehr in der Lage sind oder gar nicht den Bezug zu heutigem Battle-Rap haben, um zu wissen, worauf es ankommt. Das hat man leider gesehen. Und das sehe ich dann auch bei einem PA oder bei einem Animus so, die dann wahrscheinlich mit ihrem Feuer über Deutschland-Knowledge sagen, jo, Punchline schreiben, bisschen hier, bisschen da. Aber ich glaube, die Top-Tiers der heutigen Battle-Zeit würden alles, was in der Industrie gefragt wäre als Battle-Rapper, PA, Fahrt, Lars oder so, kaputt machen. Rap-technisch, also im Battle. Liquid Walker würde ich super gerne wiedersehen. Ich glaube, der war damals so nicht umsonst Freestyle-Battle-Champ in Berlin. Ich glaube, ein heutiges Written-Battle oder A-Cappella-Freestyle-Battle, was auch immer, zwischen Devo und Liquid, weil das war früher immer mega on fire, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. Die haben beide eine Energie und Impulsivität in Battles gehabt, die war krass. Das wäre so ein Wunsch-Battle. Ansonsten mit meiner Beteiligung, ich habe keine Wunschgegner. Wieso bleibt dein Bart? Mittlerweile eins deiner Markenzeichen, aber eigentlich sollte er doch nach dem ersten Sieg bei Ram wieder ab. Wieso hattest du deine Meinung nach deinem Sieg geändert? Also das war ja keine Meinung, sondern es war einfach nur eine Punchline. Johnny hat, glaube ich, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir in der Cypher gebattelt. So, hatten einen Schlagabtausch in der Cypher und Johnny meinte, rasier dich mal. Und ich meinte, nö, ich rasiere mich erst, wenn ich King bin. Aber das war letztlich nur ein Konter auf seine Zeile. Das hatte nie wirklich Bezug. Ich glaube, Johnny hat die Thematik größer gemacht, als sie war, weil er dann auch in den Interviews drüber gesprochen hat, dass das irgendwie sei wie bei Samsons Haaren oder so. Mich persönlich hat es nie interessiert. Ich trage den Bart schon seit 2000. Also ich habe immer einen Bart getragen, mal so, mal hier so ein Ding, mal so ein Kevin Kurani Gedächtnis-Lineal, keine Ahnung, wie man es nennen will. Mittlerweile habe ich, glaube ich, was den Bart angeht, meinen Stil gefunden und unabhängig vom Battle Rap trage ich den halt, weil ich keine Lust habe, jeden Tag beim Zigarettenkaufen meinen Ausweis rauszuholen, weil ich wahrscheinlich ohne Bart aussehe wie ein 12-jähriger dicker kleiner Junge. Nö, aber das hatte nie, ich habe meine Meinung nicht geändert, es war halt eine Punchline, wenn man diese Punchline oder den Freestyle-Konter so auf die Goldwaage legen will, dann kann man das natürlich gerne tun, aber nö, ich habe meine Meinung nicht geändert, ich trage den Bart, weil ich es möchte. Was waren deine Gedanken, Gefühle vor deinem Battle im Festsaal? Boah, ich hatte irgendwann ein paar Wochen vor dem Battle oder in der letzten Phase der Vorbereitungszeit hatte ich mir überlegt, weil nach acht Jahren ohne Battle gibt es ja sehr viele Dinge, die offensichtlich angesprochen werden könnten. Und ich hatte im Discord mit einer Handvoll Leuten, ich glaube 8 Leute oder so waren wir zu dem Zeitpunkt im Discord, hatte ich in den Raum geschmissen, was man denn davon halten würde, wenn ich so ein Battle-Rap-Bingo mache. Einfach potenzielle Dinge, die mein Gegner sagen wird, auf eine Karte zu schreiben und dann dem Bingo-Gewinner einen Preis irgendwie so, ihr könnt euch den Rest denken. Aber das war so meine Idee. Und am Tag des Battles bin ich wach geworden und das Erste, was ich gelesen habe bei Instagram, war, dass Karma ein Bingo rausgehauen hat und meinte, komm, wir machen Mighty P-Bingo. Und dann war in meinem Kopf die ganze Zeit, wer von diesen Pissern im Discord hat mich gesnitcht und was weiß er noch? Das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich dachte die ganze Zeit, wenn er das mit dem Bingo schon weiß, dann weiß er bestimmt auch, dass ich das bringen werde und das bringen werde. Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Das war, und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, scheiß nicht rein,
choke nicht. Und habe ich zum Glück auch nicht. Es wirkte dann natürlich im Battle super unstrukturiert teilweise, weil anstatt zu choken, habe ich die Sachen, die ich vergessen habe, einfach ausgelassen. Du bist ein riesen Arsch. Ist nice. Aber um dich gut zu finden, bin ich zu weiß. Zeit. Aber das waren so meine Gedanken an dem Tag. Ich sag, da, was weiß der noch? Woher weiß er das? Und verdammt, bitte choke nicht. Scheiß nicht rein. Das habe ich gedacht. Ich weiß nicht, ob das nächste ein Schreibfehler ist von dem Goon oder ob das ein Insider von euch ist. Hast du einen guten Reim auf Fester? Ich glaube, der meint Fenster. Aber ich bin mir nicht sicher. Er meint wahrscheinlich Fenster, weil ich gegen Karate Andy gesagt habe, ich bin ein Gangster und schmeiß dich auf den Fenster. Würde ich jedenfalls tun, wenn wir Gespenster wären. Irgendwie so. Also ich hatte nicht nur Gangster auf Fenster, sondern ich hatte dahinter noch davor Gespenster dran, was ja dann auch eigentlich gut ist. Und was ich auch immer nicht verstehe, also wirklich jetzt, for real, ich nehme die Brille mal, also ich guck mal jetzt ernst in die Kamera. For real, ne? Also jetzt pass mal auf. Ich habe gefreestylt in einem Battle, wo ich sowieso schon, egal was, ich hätte 12-silbige Reime rausbrettern können und wahrscheinlich hätte ich trotzdem verloren. Ich habe Gangster auf Fenster in einem Freestyle-Battle benutzt. Ja? Und Leute wie Bushido oder Materia oder jetzt kürzlich sogar auch. Magda hat mir noch letztens geschickt den Song. Und dann hast du gehört, der hat Gangster auf Fenster gehabt. Ich glaube Bowser. Kürzlich, also selbst Leute wie Bushido und Materia und Bowser schreiben diesen Reim auf und bringen den auf CD, auf Album raus und gehen damit teilweise sogar Gold. Und das ist dann völlig legitim, aber wenn man es dann in einem Freestyle macht, dann ist das Geschrei auf einmal groß und man denkt sich, oh mein Gott, wie rag kann man sein? Wenn dann aber eine Woche später andere Leute cool auf schwul oder Hammer auf Mama reimen, das ist völlig egal. Aber wie kann man denn Gespenster und dann noch Gangster und dann noch Fenster? Chill und Abdi, ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Dein Sohn ist ein Gangster, hat er auch gereimt. Man könnte mir jetzt vorwerfen, ich habe das gebeitet, weil 5 andere Leute haben schon Gangster auf Fenster gereimt und ich habe es dann im Freestyle einfach auch gemacht. Aber es ist halt ein Freestyle-Battle, dann sagst du manchmal Sachen, über die du nicht so nachdenkst. Also, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich weiß, worauf die Frage hinausziehen wollte. Ja, Gangster auf Fenster ist voll der Rack Rhyme. Aber was habe ich noch für Reime? Gespenster habe ich noch. Reicht doch schon, habe ich doch schon einen guten Reim. Ein guter Reim auf Fenster ist Gangster, weil es ist ein sauberer Reim. Wenn man einen guten Kontext hat, dann kann man es auch machen, weil man kann das Kopftuch vom Fenster erkennen, auch wenn man im Gefängnis ist und ein Gangster ist. Und ich glaube, bei Bushido war es auch irgend so ein komischer Mama-Song. Und, aber Mama, ich habe kein Fenster. Das war auch, mein Sohn ist ein Gangster. Das, ach, leck mich doch an. Dass ich mich da überhaupt rechtfertigen muss. Sag mal. Nee, es war ein Freestyle-Battle, man. Leck mich doch am Arsch. Nächste Frage wird ein bisschen deep. Oh, jetzt kommt's. Hättest du im Leben besser machen können? Ich hätte von Anfang an meine Brillen bei Fielmann kaufen können. Ich war aber bei Apollo. Apollo auch gut. Also Apollo Optik auch sehr gut. Ich wurde sehr gut beraten. Ich habe nur meine Brille leider verloren, die ich hin und wieder mal getragen habe. Was ich besser machen kann? Auch vieles. Es kommt drauf an. Eigentlich ist mein Leben relativ gut verlaufen. So, ich hatte auf die tragischen oder dramatischen Ereignisse wenig Einfluss. Die sind halt passiert. Da hätte ich, glaube ich, nicht viel besser machen können. Was hätte ich besser machen können? Ich hätte in der Schule besser aufpassen können. Ich hätte nicht mit dem Rauchen anfangen können. Ich hätte meinen Alkoholkonsum in meiner Jugend reduzieren können. Ich hätte rückwirkend, ist das super einfach zu sagen, aber ich könnte jetzt 4000 Dinge aufzählen, die ich hätte besser machen müssen, damit sie nicht so verlaufen werden, wie sie jetzt sind. Also eigentlich nichts. Ich hätte Fahrradkette. So. Ist so. Wo fühlst du dich inzwischen wohler? Im Kreis, bei Dilteli oder auf der Bühne? Ah, ich fühle mich immer auf der Bühne am wohlsten, weil der Vorteil ist, für mich jedenfalls, wenn ich bei Top Tier auf der Bühne bin oder bei Rapper Mittwoch, egal auf welcher Bühne, im Idealfall hast du einen Scheinwerfer vorm Gesicht und siehst gar nicht, wer und was und wie viel da steht. Und das ist immer gut, weil du maximal die ersten zwei Reihen sehen kannst. Und im Idealfall kannst du dann auch nach rechts oder nach links verschwinden in den Backstage. Das kannst du im Kreis nicht. Deshalb fühle ich mich auf einer Bühne immer wohler, weil ich dann auch die... Naja, ich sehe halt nicht die Leute. Da könnten dann halt 6000 Menschen stehen, die was von dir erwarten oder 20 und durch die Scheinwerfer siehst du es halt nicht. Da suche ich mir immer, ich persönlich suche mir immer einen Punkt irgendwo hinten an der Bar oder sonst wo und auf den fixiere ich mich. Da gucke ich immer hin,
sieht dann für alle anderen so aus, als würde ich über die drüber gucken, weil das immer, da fühle ich mich wohler. Angenommen, eine Plattform zahlt dir 500 Euro für ein Battle. Wie viel müsste ich dir zahlen, damit du es nicht machst? 498,50. Weil dieses Geld kriege ich ja so oder so. Also wenn ich jetzt auch das Battle mache, dann habe ich 458,50 mindestens. Wenn ich 500 Euro kriegen würde. Und ich, auch wenn es dich persönlich jetzt überraschen wird, ja, die Gagen sind nicht mehr wie früher. Es gibt auch Battles, da kriegt man 500 Euro für ein Battle. Deutlich mehr sogar. Aber letztlich, wenn ich jetzt 500 Euro für ein Battle bekomme und du mir 498,50 dafür zahlst, dass ich es nicht mache, dann bist du der Idiot, weil ich habe mindestens, ich habe fast genauso viel Geld, auf die 1,50 sei mal geschissen, aber ich habe keine Arbeit gehabt. Also, ja. Verstehst du? Verstehst du den Punkt? Ich verstehe. Ist doch voll dumm. Ich hätte jetzt sagen können, gib mir 501, Punkt. Weil dann. Hast du sonst, mehr und keine dann hätte ich Arbeit. Mehr, aber wenn ich drüber nachdenke, wenn ich einfach nur 400 Euro nehme, dafür, dass ich kein Battle mache, dann habe ich 400 Euro mehr als vorher und ich habe keine Arbeit. Facts. Facts. Wollen wir Brian Damage zusammen ein paar Respekt-Chillen geben? Ich distanziere mich ein wenig von dieser Frage. Wenig. Also ja, ich glaube, es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, in der der gute Brian Damage diverse Reimvorschläge macht, für die er hundertprozentig auch heute noch die ein oder andere Respektschelle verdient hat. Die Sonne verschwindet gerade hinter den Bergen. Ich kann die Sonnenbrille jetzt abnehmen. Ich überlege gerade, ob ich rausfinden könnte, von wem die Frage ist. Es gab ja zu dem Zeitpunkt bei diesem Battle gegen Simon auch Freunde von mir, die dabei waren, die schon währenddessen sehr gerne diese Respektschellen hätten austeilen können oder wollen. Also nee, zwischen Simon und mir ist alles mittlerweile wunderbar. Wir telefonieren in unregelmäßigen Abständen. Mal eine Stunde, mal so lange, bis das Telefon sagt, reicht jetzt mit Telefonieren. Ihr kennt das ja nach einer gewissen, ich glaube nach 2 Stunden gehen die Telefonate automatisch aus. Und dann, also wir telefonieren manchmal stundenlang und über Gott und die Welt. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Damals hätte ich ihm natürlich gerne eine Respektschelle gegeben, vor allem für sein Titelmatch gegen Nidal Nip. Das habe ich ihm aber auch gesagt, das habe ich ihm übel genommen, weil er da ja auch die Zeilen so verpackt hat, dass es absolut schlimm ist, gegen mich zu verlieren. Wie kann man nur gegen Mighty P verlieren? Du hast gegen Mighty P verloren? Alter, ist das peinlich. Obwohl, so peinlich ist es gar nicht, denn laut Ben Salomo warst du immerhin der beste Mighty aller Zeiten. Und wenn der das sagt, dann muss das auf jeden Fall auch etwas heißen. Vorm Battle aber sich super doll gefreut hat, mich wiederzusehen und mir nicht gesagt hat, dass er sich gleich über mich lustig machen wird, da hätte ich ihm schon gerne Respektschelle verpasst, aber nö, zwischen Simon und mir ist alles gut. Also wenn ihr mir mal eine Respektschelle geben will, meinetwegen bitte nicht. Also ich bin cool mit der ganzen Geschichte, für mich war das ja damals auch schon sehr sportlich. Aber ja, feel free, der wohnt ja jetzt in einer Stadt, in die kein Mensch freiwillig hin möchte. Top 5 Freestyler of all time. Ja, arrogant wie ich bin, Mighty P auf jeden Fall. Chrome, Notice, Gier, Roni 87. Okay, kurz und knapp. Was sind deine Gedanken kurz vor, während und nach einem Battle? Rein erfahrungsgemäß ist nach dem Battle immer, ich glaube, ich war besser, weil ich oft verliere in letzter Zeit Freestyle-Battles. Ich habe so eine Tendenz, wenn ich nicht wirklich mit einer 70-30 Mehrheit dominant bin, dann verliere ich jedes Battle, auch wenn ich eigentlich besser war. Und dann denke ich mir nach dem Battle oft, hey, ich war doch besser. Manchmal fallen mir nach dem Battle super gute Konter ein. Darüber denke ich oft nach, warum ich das und das nicht gekontert habe. Während des Battles denke ich gar nicht nach, außer über Konter. Und da denkt man auch nicht nach, sondern es ist irgendwie über die Jahre so ein Automatismus im Kopf geworden. Man hört gleichzeitig zu, überlegt sich, was kann man kontern, was reimt man so, das passiert automatisch. Und vorm Battle denke ich mir oft, dass hoffentlich schnell vorbei ist. Ja, kurz gesagt, also ja. Fühlst du dich derzeit wohl in der Battle-Rap-Szene? Ja, doch. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Ansehen als Charakter. Ich habe viele Leute, die meine Meinung schätzen, viele Leute, die meine Anwesenheit bei Events schätzen, viele Leute, mit denen ich auch abseits vom Battle Rap viel zu tun habe. Ich bin ja zum Beispiel gerade bei einigen aktiven Heads zu Besuch. Da pflegt man noch Kontakte und hat viele Leute, die auch über den Cypher-Kreis
in stellvertretender Form eines Tellerrandes hinaus Bestandteil des Lebens sind und den Alltag bereichern, auch jetzt nicht unbedingt nur Battle Rapper, sondern auch Leute, die man einfach nur vor Ort kennengelernt hat, die auch Fans sind oder so, mit denen man sich austauscht. Also ich fühle mich sehr wohl in der Battle Rap Szene, aber ich bin, glaube ich, auch jemand, der sehr pflegeleicht ist, und wenn man mich mal ein bisschen besser kennenlernt, gibt viele Leute, die mich anfangs unsympathisch empfinden, bis sie dann ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen oder hinter den Humor, der dahinter steckt, durchblicken können. Deshalb, ich fühle mich sehr wohl. Ich glaube, ich genieße ein ganz gutes Ansehen. Ich habe coole Leute aus der Battle-Rap-Szene, mit denen ich mich umgeben kann, mit denen ich mich austauschen kann. Ja doch, ich fühle mich sehr wohl in der Battle-Rap-Szene. Grom fragt, welches Fußballspiel willst du in deinem Leben noch sehen? El Clasico wäre geil. Dann so ein Brecher wie Roter Stern Belgrad gegen Partizan Belgrad. Das wäre, glaube ich, auch geil, mal im Stadion. Was ich natürlich super gerne mal sehen würde, wäre ein DFB-Pokalfinale mit Hertha BSC als beteiligtem Team und nicht nur als Gastgeber. Das wäre es, glaube ich. Ich glaube, er meint die Frage. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass wir mal gemeinsam Spiele besuchen, unter anderem auch so Brecher wie West Ham gegen Millwall oder so, so Fußball, die das Fußball-Feinschmeckerherz höher schlagen lassen. Ich glaube, so ein Sao Paulo-Spiel im Stadion wäre richtig geil mal zu sehen. Viele Spiele, Stadien, die richtig geil wären, habe ich zum Glück schon gesehen in meinem Leben. Das DFB-Pokalfinale mit Berliner Beteiligung zählt leider nicht dazu. Ein Champions League-Finale wäre, glaube ich, mal cool. Vor Ort, live. Ja, das sind, glaube ich, so die ersten, die mir einfallen. City gegen Man U vielleicht. Ja, sowas. Wofür steht das P? Pfeil. Weil ich zeig dir, wo es lang geht. Nein, ich heiße halt Philipp. So, das P steht halt für Philipp. Das war auch lustig, weil ich hatte vorher einfach nur Mighty als Künstlernamen, und bei meinem allerersten Rapper-Mittwoch-Auftritt steht auch einfach nur Mighty als mein Künstlername da. Und als ich das zweite Mal da war und dann auf so Leute wie P-Zack und wer war denn da noch? Es gab so einige, die das so hatten. Und dann habe ich gesagt, ich heiße übrigens Mighty, und dann Mighty P, weil ich heiße ja Philipp. Und das ist dann einfach so ganz spontan, quasi in Anlehnung an P-Zack, bei dem das P ja auch für Philipp steht, einfach dazugekommen. Aber ja, Mighty P steht für mächtiger Philipp quasi. Wo zeigst du hin? Egal, scheiß auf. Auf das Vieh, ja. Was für ein Vieh? Ach, da! Digga, ich wollte gerade sagen, ja. Das ist so groß, wie kannst du das sehen? Kann man das in der Kamera sehen? Leider nicht. Da sitzt ein Gecko, ich check gerade so, da sitzt einfach ein Gecko in der Ecke. Ist es ein Gecko oder ein Salamander? Das ist ein Gecko. Das ist ein Gecko-G. Ein Gecko-G. Ich habe mich nämlich gefragt, warum hier überall jedes touristische Küchentuch, jede Tasse mit so einem Gecko versehen ist. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass das hier das Nationaltier ist. Yes, sir. Die nächsten Fragen sind von mir, von meinem Tobi High. Yes, sir. Die sind ganz wichtig für Battle Rap, und zwar Fansing oder Snooty? Musti Meier. Weil Fansing ist... Ja, das ist jetzt auch nicht mehr aktuell. Wer ist der beste Fortnite-Spieler, den du kennst? Da bleibst du jetzt extra stehen, ne? Es ist natürlich der GOAT himself, Max Stone, der hier gerade random zufällig durchs Bild gelaufen ist und auf die Antwort wartet. Und ich warte, bis er weg ist, bis ich die richtige Antwort gebe. Nee, also von denen, ich sag mal so, ich kenne natürlich, ist die Frage gemeint, persönlich kenne, dann ist es, glaube ich, Max Stone tatsächlich. Aber ich kenne natürlich auch einen Reason, weil ich YouTube schaue, und der spielt natürlich besser. Aber den kenne ich nicht persönlich. Deshalb ist der beste Spieler, den ich kenne, glaube ich, Reason gerade aktuell. Und der beste Spieler, den ich persönlich kenne, mit dem ich auch immer wieder das Vergnügen teile, zusammen zu spielen, ist natürlich Max Stone. Ja. Dicht gefolgt von mir, weil ich bin, bis ich ihm spieltechnisch begegnet bin, schon der beste Spieler EU West gewesen. Ja. In meiner Altersklasse auf jeden Fall. Die nächste Frage auch nochmal, ein ganz wichtiges Thema. Kannst du gut bauen? Also auf Fortnite bezogen. Auf Fortnite bezogen.
ich könnte deutlich viel besser bauen, wenn die ganzen Noobs, mit denen ich sonst spiele, nicht immer schimpfen würden, dass sie nicht bauen können und deshalb lieber ohne Bauen spielen. Perfekt. Aber ja, ich war sehr engagiert, ich habe es geübt, weil Max, der meines Zeichens beste Fortnite-Spieler, den ich kenne, anfangs immer gesagt hat, wir müssen mit Bauen spielen, damit wir besser werden. Und ich hab's gepracticed, wie ich mir absagen muss. Man sagt ja, man übt nicht, man practiced. Habe ich gepracticed. Aber jetzt haben wir so eine Noobs im Team, mit in unserem Squad, dass mein Practice völlig umsonst war. Ja, Mann. Aber ja, ich kann schon besser bauen als andere, aber nicht so gut wie Max. Also natürlich nur Liebe an unsere Noobs. Nur Liebe an die Gang. Die Wagon. So, nächste Frage ist von Mordrake. Hast du die Schachniederlage gegen Shortwurf schon verkraftet? Ja, und ich habe im Zuge dieses Schachduells einen sehr lustigen Dialog mit Shortwurf bei WhatsApp geführt, weil ich habe mit ihm bei einer Session, nicht bei einer Diltily-Session im Backstage, wie anderes tun, Schach gespielt, sondern bei einer anderen Session. Wir waren zusammen in der Kneipe und haben eine Runde Schach gespielt. Ich wirkte dabei sehr schlau, weil ich parallel zum Schachspielen ein Buch gelesen habe. Ja, das wurde auch, glaube ich, von Mordrake sogar festgehalten in der Instagram-Story. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das Schachspiel war letztes Jahr im September. Und ich habe davor, glaube ich, das letzte Mal wirklich aktiv Schach gespielt mit Tierstar auf dem Frauenfeld-Festival. Also ich habe ewig lange nicht Schach gespielt. Deshalb war es gar nicht so schlimm, dass ich gegen ihn verloren habe. Ich wusste auch in dem Moment, wo ich einen falschen Zug gemacht habe, wusste ich schon, dass ich jetzt verloren habe. Weil den Zug habe ich gemacht und nach Absetzen des Läufers, ich glaube es war der Läufer, habe ich gedacht, scheiße, mit dem Zug habe ich verloren. Ich habe ihm dann aber, weil ich danach online noch mit ihm Schach spielen wollte, ihm eine Nachricht geschrieben, ob er ein iPhone hat. Nee, und dann hat er geschrieben, nee, warum? Und ich habe gesagt, na, weil ich dich abziehen wollte. Und dann hat er gesagt, das ist eine legitime Frage. Wegen so einer Schach-App, die es fürs iPhone gibt. Aber ja, ich habe die Niederlage verkraftet und ich werde es auch jederzeit wieder versuchen. Aber ich spiele halt auch unfassbar inaktiv Schach in ganz unregelmäßigen Abständen. Ich habe es früher sehr viel gespielt, deshalb kann ich es. Aber wenn Leute wirklich aktiv spielen und ich mich dann nach ein paar Jahren mit ans Brett setze, dann ist die Chance schon sehr hoch, dass ich verliere. Ich habe unter anderem auch schon gegen Phasenkind gespielt. Der spielt auch ganz gut. Oder Phase, wie er sich jetzt nennt. Es gibt einige gute Battle Rapper, die gut Schach spielen können, aber für mich unangefochten die 1 Tierstar. Was sind deine Top 3 Einzelleistungen? Meine Top-Leistung war gegen Niederlip. Das war der beste Mighty aller Zeiten. Anders kann ich die Frage nicht beantworten, deshalb würde ich es einfach auf Einzelleistungen so sehen und dann würde ich sagen, Mighty gegen Kato, Sisyphos gegen Hiding und Lars gegen Drop. Das sind so die 3 besten Einzelleistungen, die ich miterlebt habe. Was ist deine größte Stärke als Battle Rapper? Dass mir Battle Rap eigentlich voll scheißegal ist. Ich glaube, wenn man so wüsste, wie viel Gossip im Hintergrund so ist und wer sich wie viel über was aufregt innerhalb der Battle Rap Szene, dann ist meine größte Stärke diesbezüglich, glaube ich, dass mir das alles so scheißegal ist. Dass ich mich da überhaupt nicht, ich lese keine Kommentare, mich juckt nicht, was der über den sagt, mich interessiert das alles nicht. Ich glaube, diese Eigenschaft sollten sich einige zunutze machen, dass Battle Rap nicht so wichtig ist, wie sie manchmal glauben. Aber ansonsten bin ich natürlich über die Jahre ein sehr guter Freestyler, ein sehr schlagfertiger, konterstarker Freestyler geworden. Und meine Stärke ist natürlich auch, dass ich 9 von 10 Battle Rappern, wenn es im Kreis eng wird, außerhalb des Kreises kaputt schlagen würde. Das glaube ich natürlich auch gut. Wie beugst du Jokes vor? Freestyle. Wie ich schon gesagt habe von meinem Karma-Battle, bevor ich choke nochmal, freestyle ich einfach irgendwas. Und bevor mir nichts einfällt, ist einfach Time. Ganz einfach. Walik fragt, wie kann man freiwillig Hertha-Fan sein? Ja. Das fragt mich ein Stuttgart-Fan. Ey. Naja, guck mal, er wohnt ja wahrscheinlich in Stuttgart und ist wahrscheinlich Stuttgart-Fan geworden, weil er damit aufgewachsen ist, weil die Leute in seinem Umfeld ihn, als er alt genug war, mit ins Stadion genommen haben und sowas bei mir auch. Ich war im Stadion bei einem Bayern-Spiel und fand, das ist aber auch schon jetzt, das ist lange, lange bevor Walik überhaupt geboren wurde, passiert. Ich war bei einem Fußballspiel 1996, DFB-Pokal Bayern gegen Tennis Borussia und ich war so hin und weg und so fasziniert von der Atmosphäre im Stadion, von dem Feeling im Stadion, dass ich
dass ich jede Woche ins Stadion gehen wollte. Und als kleiner Junge in Berlin gab es zu dem Zeitpunkt eben nur Hertha. Und dann bin ich zum Hertha-Spiel gegangen und dann bin ich da so reingewachsen. Und da bin ich jetzt schon im 27. Jahr. Das heißt, ich war schon öfter im Stadion und habe schon öfter, ach, ich will gar nicht jetzt zurückschießen gegen Walik, aber ich habe einiges schon deutlich öfter erlebt, als er überhaupt Geburtstag gefeiert hat, was mit Hertha ein bisschen zu tun hat. Von daher, ich bin genauso freiwillig Hertha-Fan, wie ein Stuttgarter Stuttgart-Fan ist oder ein Gelsenkirchener Schalke-Fan. Das ist halt so. Das sucht man sich nicht aus. Das passiert einfach. Nächste Frage, extrem wichtig. Oh. Wann färbst du dein Bart endlich orange? Niemals. Niemals. Es gab es, ja, nein, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ich werde niemals meinen Bart orange färben. Levent oder Papa TR wird ihn auch niemals orange färben und auch ein Aris wird niemals seinen Bart orange färben und auch jeder andere, der darüber nachdenkt. Aber Aris würde ich sehen. Bei Aris mit orangen Bart sehe ich. Ja, aber ich glaube auch, dadurch, dass er in diese orange Bart-Thematik irgendwie verwickelt ist und da sein Unwesen getrieben hat, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Frage von ihm ist, nein, ich werde niemals meinen Bart orange färben. Ich werde ihn auch nicht eine andere Farbe färben, es sei denn, ich werde mir irgendwann so ein Hulk Hogan-Bart machen, wo sich hier blond und dann schwarz oder andersrum. Aber nein, niemand sollte seinen Bart orange färben, wenn er nicht gerade als Statist für den 40-jährigen Sams gecastet wird. Nee, niemals. Niemals. Wieso keine Liebe? Wieso keine Liebe? Ja, weil ich Fan bin. Ich bin Fan von Keine Liebe. Das ist das Label, das Merchandise oder das Modelabel von Prinz Pi. Und ich bin ein großer Prinz Pi-Fan und ich bin qualitativ. Ich trage jetzt auch gerade Merch von Keine Liebe. Da steht's. Keine Liebe Berlin. Ich bin ein riesengroßer Fan der Musik und der Kunst von Prinz Pi und ich bin sehr überzeugt von der Qualität der Kleidung. Und deshalb trage ich ganz viel Keine Liebe Merch. Und es spricht ja auch immer ein bisschen nach, ich sag mal so, wenn man ein T-Shirt trägt, auf dem Keine Liebe draufsteht, dann quatschen gewisse Leute eigentlich voll, weil sie dann davon ausgehen, dass sie keine Liebe zurückkriegen, und das ist manchmal auch ganz gut, dass die Leute einen einfach in Ruhe lassen, wenn du so eine Anti-Haltung nach außen strahlst, die ich natürlich nicht verkörper in meinem Alltag. Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, das können alle hier Anwesenden bestätigen, das jetzt. Nee, keine Liebe, ich bin großer Fan, die Qualität der Sachen ist sehr gut. Dieses Produkt, es ist ein Produkt, hinter dem man stehen kann, und ich bin ein großer Fan. So. Was sagst du zum neuen RAM-Channel Urban ID? Schmutz. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, über diesen Top-Tier-Rapper-Mittwoch-Übergang, und ich weiß nicht, imagine, Diltily verkauft den Kanal jetzt, den Diltily-Kanal an irgendwen, der den einfach umbenennt und irgendeinen Podcast darauf macht, der absolut nichts mit Battle zu tun hat. Was soll man davon halten? Ist halt quatschig. Lass den scheiß Kanal so, wie er ist. Generiere deine Kohle mit den Videos, die immer noch geklickt werden. Und wenn du unbedingt irgendwas komplett anderes machen willst, dann mach deinen Kanal auf, Alter. Aber letztlich spricht ja die Resonanz des Kanals absolut für sich, was man davon halten soll. Ich halte davon nichts, außer Abstand. Was glaubst du, wie dich andere in der Szene sehen? Überwiegend zum Glück aus der Ferne, weil ich mit den wenigsten zu tun habe. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, ich genieße ein ganz gutes Ansehen. Ich glaube, der Großteil der Leute sieht mich als sehr arrogant und überheblich. Das hat aber auch mit meinem Charakter zu tun, den ich ganz lange bei Rapper Mittwoch verkörpert habe. Den bösen Buben, den Boomern, den eh keiner haben will, den Schurken quasi, ohne jetzt irgendwem anders Konkurrenz machen zu wollen. Ich glaube, die Leute, die Ahnung haben, wissen, was ich kann. Ich glaube, die Leute, die mich nicht leiden können wollen, die können mich nicht leiden. Und damit fahre ich ganz gut. Aber wie mich die Leute sehen, ich glaube, die Battle-Rapper wissen, was ich geleistet habe über die Jahre. Gerade die selber Freestyle und Written Battles gemacht haben, wissen, was das für ein Weg sein kann. Es gibt ja auch einige Leute, die auch Startschwierigkeiten hatten und dann irgendwann den richtigen Weg gefunden haben. Gibt natürlich auch viele Leute, die mich als Veteran oder Legende sehen, weil ich eben schon so lange dabei bin und schon so viel gemacht habe. Einige sehen mich als Vorbildfunktion, weil dieses Steh-auf-Männchen, das ich lange genug gemimt habe bei Rapper Mittwoch, für die natürlich auch immer Motivation war zu sagen, ey, der hat so oft verloren und kommt so oft wieder, das ist Motivation. Keine Ahnung. Gibt auch viele, die sehen mich als leichtes Opfer, weil die denken, ich bin weg. Oder sehen mich als
ich will nicht sagen Sprungbrett, aber viele sehen mich als Option, meinen Namen zu benutzen, um im Gespräch zu sein. Das ist ja dieses Name-Dropping, das machen ja viele. Das, ich glaube, die Wahrnehmung, wie die Leute mich sehen, das kann sehr verschieden sein. Aber am Ende des Tages bin ich fucking Legende, Mann. Wie findest du Wenzel Washington als MC? Ich meine, ich habe nur zwei Battles von ihm gesehen. Das eine gegen Celine und das andere gegen Moritz. Kürzlich. Hat er noch mehr gemacht außer die beiden Battles? Ich glaube, im ersten Battle fand ich ihn noch richtig gut. Und im zweiten Battle wirkte es wie eine Ansammlung von ganz vielen anderen. Ich nehme ein bisschen von dem Wordplay, ich nehme ein bisschen von der Attitude, ich nehme ein bisschen von angehaucht von dem, was der schon mal gemacht hat. Aber er hat mich jetzt nicht enttäuscht oder so, hat grundsolide Battles abgeliefert. Aber um jetzt ein Bild davon zu haben, wie ich ihn als MC sehe, müsste ich, glaube ich, ein bisschen mehr als zwei Battles gesehen haben. Vermisst du Yuzi Yu? Absolut. Absolut, weil Yuzi Yu war, als ich die ersten Male bei Rapper Mittwoch war, glaube ich sogar im King-Finale, wenn er nicht sogar schon gewonnen hat. Das war so der erste, wo ich gesagt habe, uiuiui. Also der erste, wo ich live vor Ort einen Rapper Mittwoch gesehen habe. Der hat natürlich damals die Interviews auf eine fulminante Art und Weise geführt. Aber ich vermisse ihn nicht so sehr, weil ich treffe ihn ab und zu in der Hood. Dann quatscht man kurz, wie es einem so geht. Der ist auch eigentlich ein guter Musiker. Ist jetzt persönlich nicht ganz so mein Geschmack. Also wenn er ein Album rausbringt, dann gibt es da vielleicht ein oder zwei Songs, die bei mir in der Playlist landen würden. Aber objektiv betrachtet ist er ein guter Künstler. Dadurch, dass er selbst nie aktiv Written Battles gemacht hat, kann ich ihn auf dieser Ebene nicht vermissen. Aber wenn ich mir manche Interviews so angucke heutzutage, dann vermisse ich sie doch sehr. Magda fragt, ist ein Renault Clio ein gutes Auto? Mal angenommen, man nimmt ein handelsübliches Auto, zum Beispiel ein Renault Clio. Serienmäßige Ausstattung, 740 Kilo. Wenn man jetzt natürlich einfach nur mal schnell von A nach B will, dann ist der Renault Clio ausgezeichnet. Gerade in der Stadt, Kleinwagen, man findet immer einen guten Parkplatz. Ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ort zum Wohnen. Aber grundsolide finde ich, ja, Renault Clio geht schon fit. Zum Daten geht auch, oder? Zum Daten geht auch, ja. Man kann natürlich dann halt auch sagen, dass es diverse Künstler gibt, die es unglücklich formuliert haben. Aber ja, der Renault Clio ist schon... Ich finde, reimt sich nicht so gut. Man kann auf Renault Clio nicht so gut reimen. Da gibt es bessere Autos. Wie der Peugeot 206 von Nidal Nip zum Beispiel. Zum Beispiel. Letzte und wichtigste Frage aus dem ganzen Q&A ist von Lius. Verletzung mit Eispickel. Hieb- oder Stichverletzung? Ah, Lius, liebe Grüße an der Stelle. Also dadurch, dass diese Frage es bis hierhin geschafft hat und schon einige Wellen geschlagen hat, ist das eine Diskussion, die schon sehr oft geführt wurde. Und deshalb ist die Frage super leicht zu beantworten. Eispickel, Verletzung, Hiebwaffe. Weil, wenn man jetzt einen Eispickel nimmt, man stellt sich jetzt vor, hier ist der Griff und hier ist der Pickel. Und wenn man damit eine ganz normale Stichbewegung macht, dann passiert nichts. Wenn man damit aber zuschlägt, wie mit einer Hiebwaffe, dann könnte man meinen, dass schwerwiegende Verletzungen davongetragen werden können. Und für die, die sich jetzt super fragen, was diese dumme Frage soll, ich erzähle jetzt eine Geschichte von einem Freund, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber es gab eine Krankenschwester im Krankenhaus in Neukölln. Da wurde jemand eingeliefert, der eine vermeintliche Stichverletzung hatte. Und die Krankenschwester war überzeugt davon, dass es eine Stichverletzung ist und muss bei einer Stichverletzung die Polizei rufen. Der Betroffene war aber der Meinung, nee, es war eine Hiebverletzung und keine Stichverletzung. Also lassen wir die Polizei schön raus aus der Geschichte. Aber ja, Eispickel, Hiebverletzung, Messer, Spitzhacke, aber so. Eine Machete ist ja genauso. Eine Machete ist ja auch quasi, du kannst ja theoretisch mit der Machete stechen, aber die Machete wird ja so verwendet, also ist die Machete eine Hiebwaffe, weil du eine Hiebbewegung machst. Und so ist es mit dem Eispickel genauso. Ende der Diskussion. Na, das war's.
Das war's. Wunderbar. Dann sind wir an der Stelle raus. Ich mache noch irgendwelche komischen Bewegungen. Bedanke mich für die Fragen und bis zum nächsten Mal.